So, hallo und herzlich willkommen. Inwiefern aufnehmen? Kann man Naja, noch? dass man halt nochmal reingucken kann. Ach so, Und zwar ganz konkret, sodass man auch mal gucken kann, wie der Gegner baut. Und dass man auch, wenn man möchte, gegen Höherliegrige spielen könnte. Weil immer sozusagen in Anführungszeichen auf demselben Niveau spielen, zeigt ja nicht, wie gut die kranken Geist sind. Aha. Scheiße, Mann, ich hab ja. Gewagte Tanklein. Was sind das für ein. Oh Gott, das wird ja Pierce, ne? Oh Gott. Ja, also weiß nicht, bei mir sieht's. Ich habe keine günstigen Einheiten. Ja, mal gucken, was das wird. Mal Honeyflower Start. Ich send jetzt eine Snail, sonst kann ich danach nichts Ordentliches bauen. Ach, 28, ja, dann komme ich genau auf 100. Dann kann ich Oh eine Jesus, hast du Gate die Guard geben. Honeyflower weit vorne gebaut? Ja, ich werde jetzt einfach alles stacken. Mal gucken, wie das wird. Oder warte mal, vielleicht setzen wir die ein einziges Feld nach hinten. Ja, das wäre ganz gut. Scheiße, ich muss meinen Entler kurz mal ein Stück nach rechts bauen. 2 Sekunden noch. Eieiei. So, das wird aber auch spannend machen. So, Honeyflower Start und Entler Start, genau wie bei uns eigentlich. Wir hatten den Händler gelb, ne? Ne. Ne. Schicke gelb, okay, also natural. Wollen wir immer im Income-Bereich senden, sodass wir schön viel Kohle haben? Können wir machen. Dann lass uns hochgehen auf die 50. Was? Wir Also 50. 50 Income. Ja. Dass wir den Worker immer drin haben. Ja, ich habe halt, ja, ich habe mittelmäßig guten AOE. Ich habe halt Bazooka. Ich hab Ja. die Honeyflower, den Ja. Gral, einen Ja. Butcher habe ich noch bei, einen Antler und Gate Guard Ich halt. habe leider sehr viel Single Target. Eigentlich nur. Proton, Reichroom, Nightmare, Disciple, Antler und Millennium. Ich hatte auch nichts weiter in der Wahl, wo ich sage, oh ja, das muss ich unbedingt dabei haben. Ja. Okay, ich krieg die Brute wahrscheinlich. Also warte mal, durchschicken jetzt. Ich guck mal, ob ich eine Fiend vielleicht hinkriege. Ja, du kriegst sie hin. Ja, aber auch im Income-Bereich. Achso, nee, das wird schwierig. Sehr gute Wahl. Ich werde jetzt keinen Worker gehen, weil ich den. Ich muss jetzt Worker gehen. Ich erwarte bei mir jetzt die Brute, bei dir kam ja wenigstens die Snail am Anfang. Ja, das stimmt auch wieder. Okay, bei mir kommt nicht die Brute, dann erwarte ich ein Dann Vino. kommt die auf der 4. Entweder kommt die jetzt auf 4. Okay, jetzt kommt kein Worker. Gut. Ja, genau, auf die will ich nämlich auch noch schnell kommen. Okay, es hat leider nicht gepasst. Darum gehe ich. Da bist Snail. Den Worker und einen Bazooka. Obwohl eigentlich ganze Impact-Schaden bei der Swift Verteidigung ist halt scheiße. Aber ich brauche einen Worker. Ich muss jetzt mal kurz Damage haben. Vielleicht hätte ich mit Weil. dem Pyro starten sollen. Ja, das ist ganz gut, ey. Unterschätzt den Pyro-Start nicht. Damit kannst du echt lange durchhalten. Ich krieg den Dino, wie Ja, erwartet. ich krieg einen Scheiß Blut.
Aber verteilt sich eigentlich ganz gut. Also bin ich der Meinung, ist okay. Könnte leaken. Ich könnte auch leaken. Komm, Reichroom, du musst überleben. Nein! Also ich werde es überleben, aber wenn du leaken solltest... Nee. Okay, perfekt. Puh. So, dann gehe ich zwei Worker. Schicke noch schnell. Habe ich jetzt nicht geschafft. Fuck. Ja, dann schicke ich auf der 6 was. Ach Mann. Na, egal. Ja, dann schick auf die 6, dann lieber den höheren Income. Oha. Button. Erstmal die Turtle. Ah, du wirst es easy überleben. Ja, die Turtle bringt halt 3 mehr Income gegenüber der Brute. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich am Ende die Fiend gehen. Mir fehlt ein fucking Gold, um ein Pyro zu basteln. Gibt's nicht, ey. Na, das ist sehr, sehr beschissen. Oh Mann, ey, meine Reihe, ey. Das sieht doch gut aus. Ich gehe jetzt 2 Worker. So, na, wieder kein Pyro, aber egal. Ich muss nächste Runde auf die Supplies gehen. Ich bin gerade mal bei 13. Ich bin bei 18. Dafür sind wir gut auf Worker. Ey, wir haben viel zu wenig. Also wir sind auch bei 8 müssen wir auf 10 sein. Das ist so meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Und scheiße, unfuck. Ja, das werde ich überlegen. Oh, sehr gut, kannst du breit. Dankeschön. Ja, scheiße. Versuche als nächstes auf die Pyro zu kommen. Ja. Ich guck mal gleich, was die so für Einheiten haben. Achso, wir können übrigens auf die 10 durchsparen. Okay. Bist du auch über 50? Ja. Sehr gut. Ich habe zweimal nichts geschickt bekommen. Ich werde nächste Runde wahrscheinlich einen heftigen Cent bekommen. Ja, ich habe auch oder nichts bekommen. Und ich brauche einen zweiten Antler. Scheiße, ich hätte statt die Disciple einen Antler bauen sollen. Oh, ich werde leaken, ist wahrscheinlich. Also ich werde es locker halten. Ich nicht für Scheiße gemacht habe. Mann. Ich baller trotzdem was raus. Ich brauche Income. Damit ich die nächste Runde halten kann.
Ja, okay, bist dabei. Und dann machen wir ab 10 sparen wir. Dann von 10 auf die 13? Ja. Okay. Ich kann mir jetzt gerade nicht leisten, auf den Worker zu gehen. Ich finde vielleicht ganz gut, dass ich mit dir ziemlich gleich auf bin. Ich hab auch eine Fiend hinterher schicken. Perfekt. Scheiße, nicht gerade. Das muss ich leider so machen. Ich brauche aber einen zweiten Händler. Und der kann ruhig da hinten sein. So. Puh. Zweiter Antler, damit stimmt die Tankline. No. Genug Angriff habe ich auch. Und wenn du noch eine Disciple für die 10 hinbekommst, dann überlebst du auch die 10. Ja, bin ich mir auch sehr sicher. Je nachdem, ob er jetzt was schickt oder später. Okay, ich habe einen 160er bekommen. Fiend und Dragon. Oh, könnte beten. Fuck, meine hat eine Sea Serpent. Da brauche ich keine Lizards schicken. Nee, brauchst keine Lizards schicken und auch nichts weiter entfernen müssen. Greif doch mal den Dragon an. Aber ich krieg die Disciple am Ende hin. Sehr gut. Na, die gewinnt sogar noch den Fight. Jo. Schönes Ding. Ups, entschuldige. Alles gut. So, wir sind bei 12 Worker, bei 10 ist doch gut. Na, mehr wäre besser. Ja, mehr ist immer gut, aber wir müssen ja auf irgendeinen realistischen Durchschnitt bei uns kommen. Und ich finde zwar über, also wie gesagt, 12 ab 10 ist gut. Ich habe nichts geschickt bekommen, das dachte ich mir jetzt schon. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich das halten werde. Na, ich weiß nicht, ob ich das halte. Dann geht's hier erst auf die Gate Guards. Warum, du Hurensohn? Ah, ne. Krieg die 10 nicht hin, fuck. Das ist richtig, richtig schlecht. Achso, wir wollten ja sparen, fuck. Idiot. Nein, gehe ich mit dir mit, damit wir zusammen ungefähr gleich viel schicken können. Dann nehme ich lieber das Income jetzt mit. So. Das ist ja alles scheiße. Ja, ich nehme auch Hero. Also ganz ohne T1 ist dann doch scheiße. Ja, also... Spätestens jetzt brauchst du es jetzt nicht mehr, jetzt kannst du ja gehen, aber T1 gibt halt Zeit, ne? Ja. So, Alter, Hero Millennium. Take that, Bitches. Damit die Disciples auch noch schön Schaden drücken. Double Dino. Ja, die Reichweite ist sogar die gleiche von Millennium und Dings. Was geschickt bekommen? 140. Dann gehe ich nach Worker.
könnte leaken. Ich werde leaken. Der Fokus ist scheiße. Yep. Na, richtig scheiße, ey. Lohnt sich überhaupt auf die 13 zu schicken? Wenn ich ich hab ein Gelb, so Ranger, sind 12, ja, ja, würde ich dann schon sagen bei mir. Nee, dann lass lieber 14. Okay. 14, 15, irgendwie so. Gott, hab ich wenig gerade. Oh shit. Nicht flüstern. Ich habe nur festgestellt, dass ich fast nichts Pierce-mäßiges habe. Ich bin richtig undervalued, scheiße. Ich auch 200 drunter. Ich bin 400 drunter. Ah, 325. Dann nutzt das nächste Geld halt wirklich nur für Ausbauen. Na. Aber sieht noch ganz gut aus. Zwei Pyros halten ja doch ziemlich gut was ab. Krass, die haben das gehalten. Geht's auch Kopf, kein Worker. Ich will das mal jetzt kurz vernünftig ausbauen, was ich jetzt hier so hab. Alter, wir werden richtig was schicken können nochmal. Na. So. Jetzt konnte ich wenigstens mal noch eine Tankeinheit mal komplett ausbauen. Einen coolen Schamanen kriege ich schon mal hin für die 14. Bei mir ist halt Schamane scheiße, da er ranged ist. Hm. Ja, muss so eine Ghost Knight gehen. Nee, oder ich glaube, ein Centaur ist sogar noch besser. Aber ich könnte auch einen Kraken. Ja, aber der gibt keinen. Dann ja, Kraken. Der gibt halt keinen Team-Bonus. Ja. Aber der ist ganz vorne als Crazy Tank. Ich glaube, ich werde leaken. Jetzt habe ich wieder nur Impact-Leute ausgewählt, Alter. Mann. Wenn man jetzt noch was schicken kann, schick trotzdem noch was. Ja, mach ich. Das ist eigentlich dumm, das ist so dumm. Ich will gerne noch auf eine Turtle kommen. Ah, kann ruhig noch mehr. Vielleicht kriege ich ja noch was anderes hin. Ich versuche mal eine Safety Mo. Ah ne, bringt's ja nicht. Dann hat noch ein paar Tanks. Also. Kraken, einen Dino und zwei Snails? Drei Snails? Ja, ich habe ein Schaman und zwei Hermits. Nichts geschickt bekommen, Alter. Ich krieg den richtigen Zentrum der Hölle ab. Ja. Aber du auch. Der Zent war scheiße. Ich krieg das locker gehalten, Alter! Ich krieg ein Bild, Alter! BPS! Oh, nee, okay. Fuck, Alter! Ich komm durch, aber. Oh, ich hab geleakt! Oh shit, ey! Wir haben beide geleakt! Ich hab gehalten! Ne, die beiden Gegner! Ja, ich weiß, aber ich hab nur gesagt, ich hab noch wenigstens gehalten! Nice!
Der hat übrigens richtig viel ausgehalten. Der scheiß Canopy. Ja, die sind halt immer noch nice. Na gut, dann gehe ich jetzt übrigens. Nee. Puh, keine Worker. Die haben nichts geschickt. Okay, puh. Ja, ich werde jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ich habe keinen Magic Tank. Das wird richtig scheiße laufen. Alter, wir haben aber Geld jetzt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß Rums. Wirklich nicht. Ob das reicht. Scheiße. Ich habe Schiss. Wann schicken wir die nächste? 17. Okay. Muss eigentlich ganz gut sein. Also sie haben mega viel Swift, also zumindest meine. Ich weiß jetzt nicht, was deine hat. Scheiße, ich muss Supplies gehen, ich Idiot. Oh, 380er Cent. Hey, trotz dass da ein Schamane ist, kriegt sich das irgendwie ganz gut hin. Das Ganze sogar abhalten. Oh, der letzte kriegt aber fast gar keinen Schaden. Alter, ja, wirklich. Nein, warum greift ihr nicht den Schamane an, die Idioten? Okay, wir werden beide hier liegen. Ja. Egal, jetzt können wir wieder mal Worker gehen. Erst nach der Wave. Ich hab schon dummerweise. Oh, scheiße, einer lief. Oh Mann, ey, ich will nicht dran gedacht. Das war bei mir genauso. Aber wie viel hast du zum Senden? Ich hab. Aber wir haben gleich viel. 240. Aber jetzt kommen ja erstmal Waves, wo ich stark bin. Also ich habe 4 Natural Armor. Erst wieder auf der 20 bin ich so richtig bad. Aber wir müssen das Feuer irgendwie beenden. Das war jetzt nicht so gut. Jetzt kann ich keinen Endler ausbauen. Scheiße. Na, mal gucken. Auf jeden Fall, wie viel haben wir jetzt gerade bekommen? 380er, der wird jetzt nicht, also alles was jetzt kommt, könnte höchstens ein 160er werden. Nee, die kriegen auch nicht gerade wenig. 180er und du hast nur 60, okay. Obwohl die Impact, also der Impact-Schaden, der, ach nee. Aber die Hälfte bin ich fortgefallen. Eine Sache, wenn ich der. Senden? Jo, wenn. Holy shit, Alter, ich werd so liegen. Ah, bei mir sieht's noch okay aus. Ich werd richtig liegen. Scheiße. Ja, du bist auch liegen. Na. No. 14 ist ziemlich viel, nicht dass wir jetzt verlieren. Ja, sag ich ja, GG, ich bin mir ganz sicher, dass wir verlieren. Wie wär's mit positiv denken, Digga? Naja, das, den Schaden, den wir jetzt kriegen, Alter, von 14. Das kriegt der Helden, ich glaub an ihn. Das macht er. Na doch, schafft er, wenn er jetzt nochmal seinen Boost rausboxt, okay. Schon aufgegeben innerlich. Aber wirklich, ey, das war, ich hätte jetzt wirklich nicht mitgedacht, dass das was wird. So, hau nochmal alle draus. Irgendwas. Ja, ich warte jetzt so, was ich noch hinkriege und dann schicke ich.
Scheiße. Ich glaube, das werde ich leaken. Also ich werde es auch leaken. Wieso schreibt er jetzt schon GG? Hier geht es jetzt darum, wer zuerst down ist. Welches Team zuerst down ist. Ich werde sogar halten, Tommy. Ey, wir haben aber nur 6 durchgejagt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Bei mir ist immer noch ein Kampf. Okay, jetzt ist der Butcher down. Ja, und ich hab noch. Lass gleich nochmal senden. Also selbst wenn es jetzt nicht reicht. Also jetzt werde ich definitiv nochmal leaken. Jetzt, das wird mich zerstören jetzt definitiv, die Wave. Eieiei, das wird jetzt richtig brutal. Ich bin so auch so hart unterm Value. Ich bin 800. Scheiße. Ich bin gerade high concentrated, ey. Ich hab so scheiße gespielt. Nope, die schnetzen sich hier schön durch. What? Ich halte das doch. Ich hab kurz mal nicht hingeguckt, auf einmal sind da alle weg. Alter, und wir kommen durch! Digga, das ist ein Win! Vor allen Dingen konnte auch noch lang genug aushalten hier bei mir. Oh, schönes Ding, ey. Die kämpfen sich hier noch innen ab, aber. Ja, aber unsere sind da. Ja. Nice. Schönes Ding. Alter, finde ich. Ah, spannendes Match. Obwohl, 9er? Na okay, die ballern so viel Damage raus. Alter, so hart unterm Value trotzdem gewonnen. Ja Mann, ey, ich war auch noch 500 unterm Value. Ja, ich habe jetzt keine Worker mehr gebaut, war mir egal. Scheiße, Alter, ich war wieder richtig schlecht. Die haben beide sogar besseren Score als wir. Aber wir haben wesentlich mehr Mythium. Alter, absurd viel mehr. Ja, unser Income guckt immer das an, Alter. Einfach mega viel geleakt, Alter. Ich hab wieder so scheiße gespielt, aber es hat gereicht. Richtig durchgeballert. Was war denn mit dem hier, der... Der hat nur 16 Worker? Wie konnte er damit MVP werden? Na, der hat halt nicht viel geleakt, nicht so wie wir. Dann hat er alles ja nur in... Ja, guck mal, der hat alles in die Fighter-Value gepusht. Ah, du kannst hier bei Builds, kannst du dir angucken, was der wann wie gemacht hat. Rechts von Overview kannst du sogar die einzelnen Dings angucken. Ja, ich weiß, aber... Achso, Wave 18, okay. Ja gut, er hat mit einem Antler gestartet, wann hat er, was hat er bei der 5 gehabt? Beischwum und eine Serpent. Guck dir das bei mir mal schon an mit diesem Scheiß. Ach, scheiß oh. Drauf, weil es hat halt gerockt, war. Guck mal, was er auf Wave 10 hatte. Warte mal, Wave. Der blaue. Ja, das. Ja, komisch war, dass das gehalten hat. Meiner ging mir richtig auf und sagt mit seinen Bees und da noch und hier noch irgendwelcher Crash. Ich fand es auch richtig komisch, bei deinem Typen da durchzukommen. Also da waren ja so viele von diesen hässlichen Bienen. Also, das war echt. Na, deine Gate. Ich bin jetzt gerade bei Wave 13. Mal so gucken, was da ging.
Genau, da bist du ja geleakt, das habe ich dann gehalten. Mal, sie steht sogar da, nur minus 90 Gold. So, Ja. Aber du 15. hast es schön rausgerissen, indem du halt immer gehalten hast, wenn ich nicht gehalten habe. Ja. Ja, du musst deine Geldkarte später upgraden, sonst bringt die echt gar nichts mehr. Also auch wenn du eine Masse hast, aber. Aber fast jede Wave dann nach der 10 Ja, geleakt. eben. Ja, scheiß drauf. So, 14, 15. Da haben wir beide geleakt, da habe ich sogar mehr geleakt als du. Bei der 14? Nicht bei der 15, ja. Ne, bei der 15 meine ich ja. Guck mal, wie hart die fast über. Also, ich war ja noch ganz gut im Value. Du warst richtig dahinter. Ja, ist halt irgendwie komisch. Hat halt ordentlich was abgehalten. 380er Cent, 180er, ja, und danach ging es ja nur noch. Ja, die Magic Waves waren halt einfach scheiße für mich. Auch die PR, die Impact. Alter, Tommy, ey. Egal, Wave Mann. 18 hart unter dem Value. Und trotzdem gehalten. Was hattest du nur? Da hast du einen Butcher gebaut, okay. Guck dir mal Team Gold Advantage an. Wir waren sowas vom Gold hinten. Was war? Was hast du was? Wo musste ich gucken? Geh mal auf Graphics, ganz hinten, oder Graphs, Ja. und dann Team Gold Advantage. Wir waren Alter, was ist denn da sowas von passiert krass auf Wave hinten. 16? Ja, wir waren da 500 Gold hinten, aber scheiß drauf. Na gut, Workers waren wir steil oben. Guck mal, wie stabil wir beide waren. Warte, Workers. Ja, wir haben ja richtig übertrieben, immer schön. Aber wir beide auch echt fast dieselbe Kurve, ey. Und bei mir war ja auch geil, Alter. Ab Wave 1 bis, also bis ungefähr 8 habe ich wirklich durchgehend immer ein Worker. Aber sehr gut. Ah, guck mal, der Gelbe hat einfach irgendwann aufgehört und das hat den Arsch gekostet. Ja, weil er dann nicht mehr genug Income hat. Ja, und Foxy hat stabil immer ein. Und wir haben wirklich durchgehend. Vor allem, ich habe immer die geringste Fighter Value, aber doch sogar manchmal gehalten. Oh Mann. Nee, dass ich vor allen Dingen auch noch irgendwann über den Gelben kam, ist eigentlich auch. Was haben wir noch? Team Networth, okay. So, ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss. Tschüss.